Und jetzt freue ich mich, den nächsten Referenten vorzustellen, Christian Richard, Geschäftsführer von IDD, Engineering and Digital Design. Und er ist auch stellvertretender Leiter des Arbeitskreises Digitalisierung und BIM beim VBI. Also, Herr Richard wurde uns als Referent von dem VBI, Verband Beratender Ingenieure, hierher gebracht. Und bis seine Präsentation läuft etwas zu seiner Person. Er hat an der RWTH Aachen studiert, dann 15 Jahre bei der IDK Klein Johann gearbeitet und ist dort immer noch Gesellschafter. Und seit 2020 ist er Geschäftsführer bei der Holding IDD und zudem halt Vorsitzender beim VBI-Ausschuss Konstruktiver Ingenieurbau und wie schon genannt, der stellvertretende Leiter des Arbeitskreises BIM und Digitalisierung. Gleich wird er sprechen zum Thema Game Changer BIM, warum fehlende Bausteine keine Rolle mehr spielen dürfen. Reißerischer Titel, ich freue mich schon. Der hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt in der Vorabstimmung. Und ja, jetzt freuen wir uns auf seinen Beitrag. Herzlichen Dank. Hiermit mache ich weiter, oder? Sekunde. So, super. Ja, herzlichen Dank nochmal. Auch zu meiner Person ist ausreichend was gesagt worden. Ich freue mich sehr, hier für den VBI zu dem Thema sprechen zu können, weil es auch für mich persönlich und für uns als Unternehmen ein Thema ist, was uns viele Jahre schon beschäftigt und wo wir dauerhaft eigentlich auf der Suche nach neuen Lösungen und Wegen sind. Ganz kurz vielleicht noch zur IDD. Die IDD ist die Holding zu sechs Ingenieurbüros, drei in Deutschland und drei im europäischen Ausland, die unter den Namen IDK, WSK und Contec firmieren. Und wir bearbeiten fast jedes Projekt länderübergreifend gemeinsam über alle Leistungsphasen. Und dazu sind wir in der Lage, nur weil wir in einer bestimmten Art und Weise miteinander zusammenarbeiten. Und wie das funktioniert, werde ich hoffentlich im Laufe des Vortrages ein Stück weit zeigen können. Kurz zum VBI. Mit seinen 2000 Mitgliedsunternehmen vertritt der VBI ca. 41.000 Mitarbeiter. Und speziell im Thema BIM und Digitalisierung ist der Ansatz natürlich, Wissen zu verbreiten, möglichst alle Mitglieder mitzunehmen und ja, zu versuchen, Lösungen anzubieten und an Standardisierung und Normierung mitzuwirken. Was sind also die Handlungsfelder? Natürlich Aus- und Weiterbildung. Wir bemühen uns immer um qualitativ hochwertige Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote. Wir möchten grundsätzlich auch, das stellen wir fest, danke, das BIM-Wissen einfach verbreiten in den Mitgliedsunternehmen, weil ja, noch viel Basisarbeit erforderlich ist, so will ich das mal sagen. Wir treten ein für ein digitales gemeinsames Ökosystem. Wichtig sind uns auch die Durchgängigkeit von Planungs- und Prüfprozessen und selbstverständlich ganz wichtig auch das Thema der Honorierung im BIM-Kontext, was vielfach auch in dem genannten Arbeitskreis diskutiert wird. Und was bedeutet jetzt Honorierung im BIM-Kontext? Derzeit, das ist sicherlich bekannt, wird eine neue HOI erarbeitet. Wir sind in einer Phase, wo die Vorschläge der einzelnen Fachgruppen zusammengeführt werden. Das Ganze wird noch ein relativ langer Prozess sein und HOI 20XX heißt de facto HOI 2025 oder später. Und damit ist auch ein Stück weit Unsicherheit bei dem bisher existierenden HU-Heft 11, wo der VBI auch übrigens mit meiner Person dran mitarbeiten darf, weil dieses Heft sich natürlich auf bestimmte Grundlagen bezieht und diese Grundlagen jetzt durch die letzten Entwicklungen in der HOI-Überarbeitung wieder ein Stück weit verändert werden. Und deshalb sind wir alle planenden Unternehmen, genauso aber auch wie Auftraggeber, angewiesen auf konstruktive Absprachen mit, also untereinander Planer mit Auftraggebern und auf ein ausreichendes Verständnis. Und um dieses Verständnis hervorzurufen, muss man natürlich erstmal in der Lage sein, über bestimmte Dinge qualitativ zu reden. Und viel zu häufig
werde ich in diesem Kontext konfrontiert mit solchen Aussagen, ja, Sie wollen BIM. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, aber es wird in jedem Fall teurer. Ich glaube, das muss nicht so sein. Und aus so einem Ausdruck leitet, kann man eigentlich etwas zu geringes Fachwissen über das ganze Thema ableiten. Was ist in der Entwicklung nämlich zu beachten? Wenn ich sage HAI 2025 oder sogar später, betrachtet man, wie Normen in Deutschland sich entwickeln. Das sind meistens relativ lange Zeiträume von mehreren Jahren. Betrachtet man nur jetzt auf BIM bezogen die VDI-Richtlinie 2552 oder auch die Entwicklung des IFC-Standards. Ich bin von Haus aus Tragwerksplaner, deshalb auch ein kleiner Blick auf den Eurocode, die zweite Generation, die 2026 mit den nationalen Anhängen fertig sein wird. Und viel wichtiger eigentlich sind die Themen CO2, Treibhausgasminderung, im selben Jahr, in dem vielleicht eine HAI überarbeitet eingeführt wird, ist die CO2-Steuer quasi doppelt so hoch wie heute. Und 5 Jahre später wollen wir schon die Treibhausgasemissionen um 65% gegenüber 1990 gesenkt haben. Da muss man sich die Frage stellen, wie wollen wir das erreichen, wenn wir auf eine HAI warten? Dazu kommen natürlich andere Herausforderungen. In diesem Jahr gibt es viele dramatische Entwicklungen, die auf Baupreise und die Inflation Einfluss nehmen. Auch unabhängig davon, das Thema ESG, ESG-Kriterien, ESG-Konformität ist das Thema, was bei Projektentwicklern heute ganz oben auf der Tagesordnung steht. Das hat noch gar nichts mit der aktuellen Situation in diesem Jahr zu tun. Und auch wenn man in diese Thematik einsteigt, wird Ihnen jeder sagen, man braucht eine gesicherte Datengrundlage, um überhaupt eine Bewertung vornehmen zu können. Selbst wenn jetzt noch gar nicht die finalen Kriterien, zumindest die einheitlichen Kriterien, feststehen. Also müssen wir gucken, wie bewegen wir uns darauf zu und wie werden wir in einer Zeit von sicherlich engeren Margen eine optimierte Entwicklung verfolgen, in der vor allem auch frühe Entscheidungen möglich sind. Und jetzt werde ich Ihnen ein paar Folien zeigen, die sind ganz bewusst keine Hochglanzfolien, sondern das sind Beispiele aus unserer Planung im Haus. Derartige Darstellungen haben Sie sicherlich vielfach gesehen. Natürlich gibt es Modelle in unterschiedlicher Ausführung, unterschiedlicher Qualität, zu unterschiedlichem Zweck. Vielfach wird in Common Data Environments kommuniziert, Issue Management betrieben und so. Das ist alles eigentlich nichts Neues und da schließe ich mich den Vorrednern an. Wir müssen in unserer Branche akzeptieren, dass diese Dinge funktionieren. Das geht, das ist alles keine Hexerei, aber um in dieser Art und Weise arbeiten zu können, das erfordert Arbeit, das erfordert viel Initiative und es erfordert auch Investitionen in dem eigenen Unternehmen. Und vor allem erfordert es auch einen hohen Grad an Standardisierung, wenn man einen echten Benefit daraus ziehen will. Deshalb ein paar ganz einfache Beispiele. Wir sind immer noch in der Baubranche. Auf dem Bau werden 2D-Pläne benötigt. Das wird auf absehbare Zeit so bleiben, zumindest vielfach. Also wie standardisiere ich die Planableitung aus einem Modell? Das ist ein ganz banales Kriterium, aber ganz wichtig. Und ich weiß, dass viele Unternehmen genau an dem Punkt scheitern, dass sie sagen, ich mache tolle Modelle, packe da ganz viele Informationen rein. Ich habe aber keine Effizienzsteigerung, weil ich jedes Mal meine Pläne daraus ableiten muss. Ich muss sie wieder neu vermaßen und so weiter. Die Arbeit bleibt die gleiche, wenn sie nicht gar mehr wird. Und aus dem Grund haben wir beispielsweise bei uns viel Arbeit in die Standardisierung von Plänen gesteckt. Ganz einfach vom Layout her. Alle Pläne sind im Modell angelegt. Und insofern steckt tatsächlich die Hauptarbeit im Modell. Auch Planköpfe sind, soweit es irgendwie geht, standardisiert und automatisiert. Die Inhalte leiten sich aus Attributen ab, die leiten sich aus Dateibezeichnungen ab, sodass wir die konkrete Arbeit, die klassische Arbeit, wenn man so will, so weit wie möglich vereinfachen und dadurch mehr Arbeit in ein standardisiertes und qualitätsgesichertes Modell stecken können. Das ist ein Teil. Und der andere Teil, an dem ich glaube, unabhängig davon, was sind Anforderungen von Auftraggebern, welche Honorierung dürfen wir erwarten, geht es darum, sich mit dem Kern der ganzen Sache zu beschäftigen, nämlich mit den Daten, die der eigentliche Schatz dieser Art der Bearbeitung sind. Wir verknüpfen bei uns Konstruktions- und Berechnungsmodelle
fügen an vielen Stellen dritte Datenquellen hinzu und versuchen so zum einen unsere Modelle anzureichern und gleichermaßen die Daten weiterzuverwenden, denn das ist das, was in meinen Augen bisher viel zu wenig zur Geltung kommt. Und ja, auch dafür sind ganz andere Herangehensweisen erforderlich. Wir beschäftigen bei uns im Haus Programmierer, Informatiker, die in der Lage sind zu programmieren, was viele von uns Ingenieuren einfach nicht sind. Und mit Dynamo und Python und ähnlichen Programmiersprachen kann man vielfach Verknüpfungen zwischen Programmen schaffen und auch die Modelle mit Daten anreichern. Und gleichermaßen, und auch das ist tatsächlich ein ganz einfaches Screenshot aus unserer Bearbeitung, über eine Verknüpfung zwischen Berechnungsergebnissen und dem eigentlichen Modell. Das war unser Ansatz, wollten wir uns die Arbeit vereinfachen und auch die Ergebnisdarstellung wiederum für die Kommunikation mit anderen Planern, mit Prüfingenieuren in unserem Fall, einfacher machen. Also haben wir einen Dynamo-Code geschrieben, mit dem die Berechnungsergebnisse und in dem Fall ganz konkret einfach Lasten, dass der Lastabtrag ausgelesen wird aus der Berechnungssoftware, sodass wir hier Kategorisierung vornehmen können. Ganz einfach, man sieht das hier, so ein Schieberegler, wie viele Unterteilungen, wie viele Typen von bestimmten Bauteilen wollen wir haben in der Bemessung, um dann diese Ergebnisse nachher in das Modell reinzuschreiben. Wir haben Lasten als Attribut, als Parameter in unseren Modellen drin. Und jetzt in dieser Darstellung sieht man ganz schön, das, was uns durch diesen ganzen Prozess leitet, inklusive der Codes, die dort geschrieben sind, sind unsere Positionsnummern, die auch für die Statik nachher erforderlich sind. Und wir schreiben beispielsweise dann Lasten als Attribut in ein Modell rein, sodass die Kategorisierung im Prinzip aus dem Konstruktionsmodell heraus erfolgen kann in beliebig vielen Typen und in beliebiger Feinheit. Und am Ende, wir auch hier wieder, das ist eine Darstellung aus dem konkreten Plan von uns, die einzelnen Bauteile mit den Knoten in der Berechnung und den jeweiligen Lasten und hier in dem Fall den Durchstandslasten und sogar einer Bewährungswahl verknüpft sind. Und dieser ganze Prozess, den ich hier versuche auf die Stelle zu beschreiben, der stellt einen starken Effizienzgewinn für uns dar und deshalb haben wir selber einen Benefit daraus, der völlig unabhängig von irgendeiner Auftragssituation ist. Und darüber hinaus, wenn man diese Daten nun mal im Modell hat, kann man über Farbfilter oder Ähnliches ganz einfache Darstellungen, visuelle Kontrollen am Modell vornehmen, ob das über die Betongüte ist. Man sieht hier links, da ist irgendwo ein blaues Bauteil, wo es eigentlich rot sein sollte. Da sieht man sehr schnell, hier ist was falsch, das passiert immer mal. Aber jede Digitalisierung, jede Automatisierung erfordert genauso Plausibilitätskontrollen, denen wir uns über solche Farbfilter und solche Darstellungen nähern. Genauso für uns Tragwerksplaner immer ein wichtiges Thema, die Plausibilitätsprüfung von Stahlmengen, wo man relativ einfach darstellen kann, ist das sinnvoll, was für Stahlmengen wir in einem Modell enthalten haben oder nicht und wo muss man vielleicht nochmal genauer hinschauen. Und weil diese ganze Kommunikation übers Modell uns Ingenieuren sicherlich einfach fällt, aber viele werden das festgestellt haben, wenn sie mit Auftraggebern sprechen und sie wollen über Pläne reden, über Modelle, dann wird es häufig schwierig. Deshalb glaube ich, liegt ein starker Mehrwert in der ganz einfachen Auswertung von Daten und Darstellung von Diagrammen. Insofern ist am Ende dieser Prozesskette steht für uns die Auswertung mit Business Intelligence Software, wo wir zum Beispiel Stahlmengen, die im Modell enthalten sind, zusammenfassen, übersichtlich darstellen, geschossweise, bauteilweise. Und wer jetzt hier genau hinguckt, sieht, wir haben nur zwei Arten von Bauteilen, Decken und Wände, die stellvertretend stehen für vertikale und horizontale Bauteile. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir immer noch vielfach mit 2D-Bewährungsplänen arbeiten. Also haben wir uns hier die Krücke gebaut, sozusagen die Massenauswertung im Modell, die natürlich elementweise erfolgt, wiederum zusammenzufassen und so einfach auf die Pläne zu beziehen. Also ein ganz einfaches Beispiel, dass man nicht immer den großen Weg gehen muss, sondern auch kleine Wege sinnvoll sind. Ebenso, und das wird in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen, können wir CO2-Daten auswerten, indem wir in dem Fall an die Ökobaudat andocken und die CO2-Kennwerte hier mit unserem Modell verknüpfen.
und vor allem, wenn man so will, live und zu jedem Zeitpunkt Auftraggebern oder anderen Planern Übersichten zur Verfügung stellen, die eine sehr transparente Planung und transparente Planungsergebnisse darstellen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das alles zeigt, welche kleinen Vorteile man Schritt für Schritt und im täglichen Doing als Unternehmen, aber auch für konkrete Projekte verwenden kann. Deshalb, was ist aus unserer Sicht der Benefit der digitalen Transformation? Das ist immer eine Transparenz der Ergebnisse. Wir haben auf jeden Fall objektive Daten zur Verfügung, können deutlich besser kommunizieren im Planungsprozess, früh richtungsweisende Entscheidungen treffen. Und am Ende, und das will ich nicht verschweigen, das Ganze dient auch dazu, natürlich das eigene Leistungsbild auszubauen. Und wir müssen uns damit beschäftigen als Branche, welche neuen Geschäftsmodelle kommen auf uns zu. Denn es wird nicht immer so weitergehen. Deshalb heißt es digitale Transformation. Deshalb abschließend aber, als Verband, der so viele Mitglieder vertritt, natürlich plädieren wir darauf, dass es Regeln für die Zusammenarbeit gibt, dass es eindeutige Vorgaben von Bauherren gibt, dass es definierte Modellierungsgrundlagen gibt, dass es standardisierte Objektbezeichnungen. All das, ja, ganz klar. Nichtsdestotrotz, auf einem parallelen Weg macht es durchaus Sinn, sich jeden Tag selber damit zu beschäftigen. Und abschließend, letzte Folie, legen wir ganz großes Augenmerk auf die Datensicherheit, die immer stärker in den Fokus rücken wird und eine immer größere Rolle spielen wird. Wir müssen Herr über unsere Daten bleiben. Daten sind die neue Währung. Als Exkurs, die Autoindustrie rechnet bis 2030 mit 40% des Umsatzes nur aus den Daten. Und ähnliche Trends werden auch auf uns zukommen. Und da spielen auch neue Vertragsmodelle eine Rolle, in denen die Daten sicherlich eine ganz starke Rolle spielen. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte in der Schnelle einen ganz kleinen Einblick geben, was so geht und wo es Sinn macht, sich mit zu beschäftigen. Und bin natürlich gerne für Fragen hier und auch später. Herr Richard, ganz vielen lieben Dank für den Vortrag. Das geht voll in unser Thema. Was mich sofort interessiert hat, war, Sie haben ganz schön gezeigt, die Kommunikation zwischen dem Autorenmodell oder zwischen dem Modell und der Tragwerksplanung. Da schießt mir natürlich auch sofort in den Kopf, Sie sind schon sehr weit, wie Sie es dargestellt haben, auch mit der Programmierung, mit der Automatisierung. Wiefern gibt es denn dort Iterationsschleifen, diese ganzen Optimierungsprozesse, die danach gelagert sind zwischen Tragwerk und Bauteile? Sie haben ja auch schon gezeigt, dass Sie die Bauteile ja auch begrenzen, weil sie versuchen natürlich auch die Baustelle zu verschlanken, die Prozesse dort auf der Baustelle zu verschlanken. Aber das ist ja doch schon ein schmaler Grat zwischen wie viele Ressourcen muss ich einsparen, also Material, und wie schlank kann ich irgendwie die Baustelle machen? Wie ist da das Zusammenspiel bei Ihnen? Das ist mir jetzt als erstes in den Kopf gekommen dabei. Also man wünscht sich natürlich auch da tatsächlich eine Automation, eine parametrische Planung in dem Sinne. Zunächst mal ist es so, dass man für einen ersten Planungsansatz eine sehr gute Übersicht hat und vor allem über die gleichen Fakten sprechen kann mit Auftraggebern. Also ich bin jetzt einfach, um bei dem Beispiel Stahlmengen, CO2 zu bleiben, bin jetzt einfach in der Lage, sehr früh über unsere Ansätze Abstimmungen zu treffen und meinem Auftraggeber zum Beispiel zu erklären, was meine Gedanken dazu sind. Und deshalb tue ich das auch. Häufig entstehen diese Diskussionen ja viel später. Insofern, das kann man, glaube ich, nicht pauschalieren. Das ist von Projekt zu Projekt abhängig, wie viele Iterationen man dann dreht. Aber vor allem kann ich einen großen Strauß an Auswirkungen darstellen. In den nächsten Schritten wird das sicherlich in eine Art parametrische Automatisierung gehen, dass ich immer wieder eine Schleife habe und nachher sage, was ist der Hauptfokus? Ist der Hauptfokus hier beispielsweise günstig zu bauen oder ist der Hauptfokus nachhaltig zu bauen? Nur die Anforderungen, die können wir natürlich nicht definieren. Die müssen Auftraggeber definieren und die müssen aber in die Lage versetzt werden, diese Entscheidung zu treffen und Auswirkungen zu erkennen. Ja, ganz genau. Vielleicht noch da im Anschluss, also wie würden Sie denn den Trend momentan beurteilen? Weil Sie sagen ja selbst, der Auftraggeber muss die richtigen Anreize haben, ja auch irgendwie die richtigen Ziele zu definieren. Also was ist wichtig, das nachhaltige Bauen oder das kostengünstige Bauen, um jetzt mal wirklich die beiden Lager aufzumachen. Haben Sie da schon
Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass die ESG-Kriterien immer wichtiger werden. Stellen Sie diesen Trend denn auch fest, wirklich, dass die Ressourcen momentan wirklich an erster Stelle stehen? Nicht durchgängig, aber ich glaube immer mehr. Das ist schon so. Allerdings ist es ja auch so, dass die von der Offenlegungsverordnung über die EU-Taxonomie diese ganzen Nachhaltigkeitskriterien ja ganz bewusst so formuliert sind, dass sie eine finanzielle Auswirkung haben. Also am Ende geht es häufig um finanzielle Aspekte. Die allerwenigsten Auftraggeber werden wahnsinnig nachhaltig bauen, wenn es wahnsinnig teuer wird. Das muss immer eine Abwägung sein, aber ich glaube, es ist bei den allermeisten im Blickfeld. Und auch da, das ist ähnlich wie in der digitalen Transformation. Man muss, glaube ich, nicht immer davon ausgehen, dass wir die ganz großen Schritte machen. Aber auch die kleinen Schritte, die helfen, wenn sie in dem Projekt möglich sind oder wenn die großen eben nicht möglich sind. Und gerade diese kleinen Schritte, ich glaube, es gibt nahezu alle Auftraggeber, die in kleinen Schritten versuchen, ihren Möglichkeiten die Hebel in Bewegung zu setzen. Und das ist erstmal der richtige Ansatz. Vielen Dank für den Vortrag und ich glaube, da reihen wir uns jetzt auch mit dem Vorredner zusammen ein. Könnten wir uns jetzt wahrscheinlich noch Stunden darüber unterhalten, aber vielen Dank erstmal bis jetzt. Ich danke mich auch, Herr Richard.